Hallo und herzlich willkommen zurück bei Nepper Schlepper Bauernfänger, der Show mit Timmy. Wir müssen ihn noch irgendwie dazu bringen, dass er aussieht wie Remy, damit er die gute Essel überreden kann. Und ja. Ich habe die Landkarte gesehen, die du gemacht hast. Wobei, Landkarte kann man das ja nicht nennen. Es ist fast eine Miniaturwelt. Ja, all die Berge und Wälder und Städte. Und das hast du alles nur aus Büchern und den Erzählungen deiner Eltern? Kann ich mir gar nicht vorstellen, wie es ist, noch nie diese Unterwelt verlassen zu haben. Blauer Himmel, grüne Bäume, frische Luft. Dir steht eine Menge bevor. Ich bring dich hier raus, Nate. Versprochen. Gut. Die Arbeit ruft. Wir brauchen immer noch irgendwo einen. Wenn ich ihn grund. Den dürfen wir nicht stören. Und wir schauen uns nochmal um. Ich frage mich, ob man irgendwas mit dem Teil machen kann. Nee. Die Feder haben wir schon. Die Verkleidung haben wir noch nicht ganz komplett. Die Kabel bringen uns gar nichts. Das ist die Dampfmaschine. Aber ich finde auch keine mehr von den... ich gehe nochmal hinterher. Vielleicht gibt es ja irgendwas Interessantes. So, hat sie irgendwas? Nee, sie kann, darf ich nicht stören. Wir schauen noch ein bisschen vor. Können wir hier irgendwas mit irgendwas verbinden? Timmy, komm. Ich würde dir gerne jemanden vorstellen, Esther. Das ist Timmy. Oh, hallo. Hi. Bist du die Ratte, die sich mit Alchemie auskennt? Nein, aber Timmy hilft mir, euch zu helfen. Das ist nett. Danke, Timmy. Der Widerstand kämpft gegen Unrecht, wo immer es geschieht. Gut, genau, richtig. Gut, weiter so. Ich frage mich immer noch, woher ich die Stimme kenne. Ist es Whoopi Goldberg oder... Ich habe keine Ahnung. Ich lasse sie lieber weiter an ihrer Farbe arbeiten. Auch wenn ich nicht... Okay, da können wir nichts machen. Nee, geht auch nicht. Den Sand hier irgendwie ins Getriebe rein. Nee, geht auch nicht. Das Pulver irgendwie hier? Nee. Wo soll ich das Klebeband hinkleben? Ich müsste... Ja, ich weiß es ja. Und die Bretter habe ich ehrlich gesagt auch immer noch keine Idee. Die schleppen wir schon so lange mit uns rum, dass ich keine Ahnung habe, wo wir die noch irgendwie einsetzen können. Okay, Wippe mit Nate, klettere auf die Lore, bringt uns nichts. Wir müssen, ich glaube, wir waren schon lange nicht mehr hier oben auf dem Berg, ob es hier irgendwas Neues gibt. Da haben wir die Klingel. Können wir Timmy irgendwie hier? Nein. Okay. Besser, ich übertreibe es nicht. Okay, mit Jorge können wir nichts direkt machen. Und hinten in der Höhle, gibt es da noch irgendwas Interessantes? Meistens tauchen ja die Sachen immer ein bisschen auf, wenn man dann noch mal guckt. Remy wird es schon schaffen. Er ist zäh und clever und mutig. Alles, was ein Held sein sollte. Und Helden passiert nichts. Hoffentlich. Kann ich die eigentlich? Nee. Schmeiß Timmy in das Loch? Nee. Nein. Und hier gibt's jetzt auch nicht. Übung macht den Meister. Okay, die bringt uns gar nichts, die Bongo. Kann ich das schwarz? Ich glaube, dass die Sprengkraft noch nicht ausreicht. Ah, komm. Dann lassen wir den Timmy nochmal. Ach, der kann eh nicht fliegen so hoch.
Timmy könnte das Ding sicherlich vom Haken bekommen. Aber es muss doch einen sichereren Weg geben, den Kleinen dort hochzubekommen. Oder einen spektakuläreren. Beides wäre in Ordnung. Benutzt Timmy mit... Wenn wir die bohren? Ich könnte den Keilriemen sicher mit dem Seil erreichen. Aber ich könnte ihn nicht runterbekommen. Er hängt über... Ja, dafür ist ja Timmy dann nachher da. Okay. Haben wir hier noch irgendwie eine Chance? Nimm die Kerze oder benutze den Sand mit ihrem Essen. Nee, auch nicht. Benutze... Nein. Hier gibt's irgendwie gar nichts. Na komm schon. Hier noch einmal. Ich gebe ihr die Teller einfach zurück. Nee. Auch nicht. Die Waage werden wir nachher wahrscheinlich. Aber hier gibt's auch nichts, was irgendwie noch Springkraft irgendwie entfalten könnte. Hi, Ethel. Wer ist da? Ich. Puh. Dachte schon eines... Siehst du? Kann ich noch etwas Eintopf haben? Aber sicher, mein Großer. Und? Wie schmeckt er? Etwas dicker. Spitze. Wäre er noch etwas dicker, wäre er aber noch besser. Verstehe. Das sieht die Ratte wieder. Wir müssten im Prinzip hier irgendwie das austauschen oder... Es gibt irgendwie nicht. Klettere durch das Rohr. Nee. Auf den ersten Blick sieht es noch ganz normal aus. Aber es ist ganz fettig und glitschig. Okay, hier haben wir gar keine Chance. Hey, Nate! Freundin? Die Arbeit ruft. Haben wir keine Chance hier. Und wenn ich die kurzen Bretter zu so einer Art Rampe mache oder hier das Ganze noch ein bisschen höher mache, aber da geht gar nichts. Es ist echt wie verflixt. Ich finde gerade nicht die Lösung. Hier gibt es irgendwie gar nichts. Glocke mit... redet er hier was an? Hey, Nate! Dedelüt! Die Arbeit ruft. Benutze... Nate, das hier ist Tim. Wir werden zusammen dafür sorgen, dass ihr die letzte Lieferung für Jorge fertig machen könnt, okay? Ding Dong. Schön, dich kennenzulernen, Nate. Er hat gesagt, ist mir eine Ehre. Glaube ich zumindest. Na komm, dann machen wir die beiden jetzt mal direkt zu Freunden. Hey, Nate! Noch eine Runde? War mir ein Vergnügen. Okay, da geht gar nichts. Ja? Okay. Dann schauen wir noch mal runter in die Werkstatt. Vielleicht gibt's hier jetzt irgendwie was. Und wir sollten vielleicht Timmy auch noch mal Gulliver vorstellen. Das dürfte keine gute Idee. Okay. Ich hab's Gefühl... Hat die Maschine vielleicht doch noch irgendeinen Sinn?
Es ist ja immer noch das Coolste überhaupt. Aber... Praktische Kantschlüssel kann ich auch nicht mehr hiermit verwenden. Der Konstruktor soll von sich aus den magischen Stein und die Bretter zersägen und alles zusammenbauen. Eine ziemlich komplett... Also schön. Dieses Monstrum könnte die Tafelproduktion so stark beschleunigen, dass wir die letzte Lieferung an Jorge noch heute fertig bekommen könnten. Dafür müssen wir der Maschine nur Beine machen. Ich hab... Na toll. Wenn die Maschine läuft, müssen wir vielleicht nachölen. Momentan ist das nicht nötig. Die Maschine ist ordentlich geölt. Gut gemacht, Nate. So, betrachte die Hebel. Haben wir hier noch irgendwas, was... Nein, der liegt wirklich hier. Hey, noch ein Feuerwerkskörper. Ich glaube, das reicht für eine ordentliche Dynamitstange. Nein, was lag's jetzt wirklich da drin? Dass ich... Okay, wir haben's gefunden. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch drüben das Ganze sprengen. Ach. Und ich suche mir ewig einen Wolf ab, wo das letzte Teil sein könnte. Und wo man das Ganze machen könnte. Gut, wir haben hier. In Ordnung. Das sollte gehen. So, jetzt müssen wir das Ganze nur noch ein bisschen in Brand bringen. Ein Hanfseil eignet sich nicht als Zündschnur. Ich muss mir etwas anderes einfallen lassen. Komplizierter. Verrückter. Kann ich den Sand irgendwie? Den intelligenten Stein? Nein. Timmy, komm, spring das Ganze. Nein, auch nicht. Auch nicht. Wir können die Kerze vielleicht. Ein Hanfsack? Ja. Verrückter. Ich werde langsam richtig gut. Wenn wir die Kerze draufstellen. Fragen wir mal Nate. Hey, Nate! Die Arbeit ruft. Trüht! Wir brauchen doch die Kerze von drüben, denke ich. Schauen wir noch mal rein ins Lager der Ratten. Ich glaube nicht, dass Ethel begeistert wäre, wenn ich die Kerze einfach mitnehme. Na, dann machen wir Folgendes. Und zwar... Nein, ich will nicht gucken. Lass uns aus... Alles versuchen. Schau mal, wer wieder... Ich... Wo ist die Ruhe? Oh. Ihr Jungen. Ja, wir haben ihn noch nicht gefunden, den Hut. Okay. Den Ansatz haben wir. Kann ich Timmy vielleicht auch irgendwie durch das Loch hier klettern lassen? Nein? Oh, es ist gerade wie verhext. So, klettere auf die Lore. Komm, lassen wir ihn nochmal fliegen. Stell dich nochmal auf die Wippe, Timmy. Klar! Wie kann ich... Nein, ich will keine kurzen Bretter. Ich möchte eigentlich nochmal hier... Was genau wird das? Erinnerst du dich an die Geschichte mit dem Lineal? Klar! Den Keilriemen. Komm schon. Willst du durch die Luft katapultiert werden und deine Gesundheit... Schon gut, schon... Autschi! Alles in... Das! Und eine Oger... Okay, wir müssten ja eigentlich nur hier diese Konstruktion noch ein bisschen... kann ich die hier irgendwie... Nein. Geht auch nicht. Die Sandschale... Okay, wir müssen nochmal zu Esther. Wahrscheinlich Gulliver... Redet der mit uns? Wenn ich ihn grund...
Okay, da haben wir gar nichts. Können wir hier irgendwas machen? Betrachte die Dampfmaschine. Okay, die haben wir eigentlich ja schon. Das Feuer im Ofen erhitzt den Wasserkessel darüber, so dass das... Je heißer das Feuer, desto besser. Wenn wir der Maschine richtig da... Okay. Das Feuer im... Ja, hab ich ja schon. Hier ein Schwungrad. Das große Schwungrad, aber es fehlt die... Also brauchen wir einen richtig kräftigen. Okay, betrachte die Ofentür, da haben wir alles. Da haben Jede dampfbetriebene Maschine, die etwas auf sich hält, hat solch eine Pfeife. Das große Schwungrad treibt... Aber ja. Ja, haben wir ja schon Also gesehen. Brauchen wir einen richtig kräftigen. Was hätten wir noch hier? Ölkanne. Diese Anzeige scheint anzuzeigen, wie effektiv die Maschine... Die müssen wir im Auge behalten, sobald wir... Okay, hier haben wir alles soweit, denke ich. Ich sehe jetzt hier auch nichts mehr. Haben wir hier noch? Unser kleines Wasserkraft. Okay, ja. Es geht einfach nicht weiter. Was ist mit Esther? Kann ich mit ihr noch... Ich lasse sie lieber weiter, auch wenn ich... Bestimmt nicht leicht für Nate. Er hat den Bett. Kann ich hiermit? Ich sperre Timmy ein. Nein. Ich habe Nate einen kleinen Vogel mitgebracht. Das ist ja lieb. Jetzt brauchen wir nur noch ein Gewitter, um ihn zum Leben zu erwecken. Ihr könnt sowas? Klar. Du nicht? Freut mich auf jeden Fall, dass ich helfen konnte. Ich lasse sie lieber, auch wenn ich... Ja, wenn sie Gewitter machen kann, dann könnte sie... Da hinten ist ein Hut! Eine leere Cognacflasche. Als Deckel fungiert ein kleiner Musketierhut. Noch einer für alle, steht auf der Flasche. Jawohl! Ich mag keinen Alkohol. Aber der Deckel ist witzig. So, jetzt verbinden wir. Wo ist jetzt der Deckel? Hallo? Okay, wir haben die komplette Verkleidung. Aber scheint irgendwie noch ein kleiner Fehler drin zu sein hier. Weil die Verkleidung wird irgendwie nicht ganz perfekt angezeigt. Gut, und jetzt... Lass uns ausprobieren, wie gut die Verkleidung ist. Alles klar. Versuch dein Glück, Timmy. Schau mal, wer wieder da ist, Ethel. Ich bin's, Remy. Monsieur de Dumas. Monsieur de Dumas, Sie sind zurück! Ja. Aber nur ganz kurz, weil ich... ich wieder zurück muss. Was befindet sich dort unten in diesem fürchterlichen Loch? Es ist zu dunkel, um... Es ist, zu dunkel, um etwas zu erkennen. Dann gebe ich dir die Katze mit. Ich dachte, Sie hätten Streichhölzer dabei gehabt. Schon, aber ich musste auch noch ein Feuer machen und auf jeden Fall hatte ich nicht genug. Das ist einer der Gründe, warum ich zurückgekommen bin. Und der andere? Ich möchte dich bitten, den Zombies unter dem Müllberg behilflich zu sein. Oh, denn ja. Muss das unbedingt sein? Natürlich. Die Zombies werden ausgenutzt. Sie haben einfach etwas Besseres verdient als das hier. Webur meinte sowas auch schon. Was meinst du dazu? Remy wird schon recht haben. Genau. Hör auf Wilbur. Also schön, was soll ich tun? Hilf Esther, der Zombie-Frau, diese flauschige Farbe zu mixen, die die Zombies benötigen. Das sollte kein Problem sein, solange sie mich nicht auffressen. Nein, nein, nein. Dafür kann ich garantieren.
Oh, Timmy, du bist auch hier? Wo ist Monsieur de Dumas? Der ist schon wieder auf dem Weg nach unten. Schade. Und wir haben die gute Essel mit dabei. Ja, das war's für die heutige Folge. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen. Und dann werden wir eine flauschige Farbe mixen und hoffentlich irgendwie diese blöde Kohle irgendwie bekommen. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und morgen wird's weitergehen. Ich bin schon gespannt. Bis dann.